Herzlich willkommen zur heutigen Websession mit Thomas Brunschede zum Thema Lost in Software, im Dschungel der PM-Tools den Überblick behalten. Diese Websession wird Ihnen präsentiert von Le Bihan. Ich bin Peter Berleb, Geschäftsführerin und Mitinhaberin des Projektmagazins und begrüße Sie heute zu dieser Websession mit Thomas Brunschede. Nach mehrjähriger Projektleitertätigkeit für Softwareentwicklungsprojekte ist Thomas Brunschede seit 1996 als Berater, Trainer und Coach tätig und war für die Einführung von Projektmanagementlösungen in verschiedenen Konzernen und mittelständischen Unternehmen verantwortlich. Er führt regelmäßig Vorträge, Seminare und Workshops zu projektmanagementrelevanten Themen durch. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration von Projektmanagementlösungen in Unternehmen und auch dem Zusammenspiel zwischen Software, Organisation, Mensch und Methoden. Seit 2008 ist Thomas Geschäftsführer der Le Bihan Consulting GmbH. Lieber Thomas, du wirst uns heute an euren neuesten Erkenntnissen aus euren aktuellen Evaluierungsprojekten teilhaben lassen. Ich übergebe dir jetzt das Mikro und bin schon sehr gespannt drauf, was du uns berichtest. Ja, vielen Dank, liebe Petra, und herzlich willkommen. Es ist ja bereits angeklungen. Es geht heute um die Evaluierung von Projektmanagement-Software und wir machen das beruflich bei Le Bihan. Das heißt, wir sind eine Management- und Technologieberatung und ein Teil unserer Arbeit besteht darin, die richtige Projektmanagement-Software für unsere Kunden zu finden. Wir machen das jetzt schon sehr viele Jahre und erleben immer wieder ein bestimmtes Phänomen. Kurzes Beispiel, sehen Sie es mir nach, wenn ich bei solchen Beispielen nicht den Namen des jeweiligen Unternehmens nenne. In dem Unternehmen ist man gestartet mit dem Anspruch, die, sagen wir mal, beste Software auf dem Planeten zu finden. Darunter hat man es nicht gemacht, hat die dann tatsächlich auch gefunden. Also zumindest glaubte man das. Und jetzt hat man die. Also quasi gekauft, um zu besitzen. Aber leider nicht gekauft, um sie auch tatsächlich zu benutzen. Da ist was schiefgelaufen und es lag tatsächlich nicht an der Software. Und das erleben wir häufig. Das spiegeln übrigens auch Studien wider. Viele Unternehmen besitzen eine Menge Software, aber benutzen tun sie nur einen Teil davon. Privat würden sie das niemals machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein großer Fan von Wohnmobilen. Und dann kaufen Sie sich hier so einen richtig großen Liner und sagen sich, naja, damit bin ich auf der sicheren Seite, Platz ohne Ende, passt die ganze Familie rein, Auto können Sie auch noch mitnehmen. Sie haben also die perfekte Wahl getroffen, denken Sie, bis Sie merken, dass Sie die mit Ihrem Führerschein gar nicht fahren können. Das ist bei der ganzen Fokussierung auf die vielen tollen Features, auf die Ausstattungsmerkmale, ist das völlig untergegangen. Sie haben die Voraussetzungen überhaupt nicht, um das Ding fahren zu können. Und der Einzige, der bei Ihnen in der Familie einen LKW-Führerschein besitzt, ist Ihr Onkel, der auf Familienfeiern gerne mal die ganze Zeit Witze erzählt. Jetzt haben Sie in Zukunft entweder sehr lustige Urlaube oder aber der Liner steht bei Ihnen auf dem Hof, bis Sie eine gültige Fahrerlaubnis haben. Besitzen, ohne zu benutzen. Würden Sie wahrscheinlich nie machen. Sehr viele Unternehmen machen aber genau das. Das bedeutet konkret, man fokussiert sich nahezu ausschließlich auf Software. Und die größte Sorge ist, wie finde ich in diesem Dschungel von Hunderten von Anbietern, von Softwareanbietern, wie finde ich mich da zurecht? Ich will diesen Anbieterdschungel gar nicht kleinreden. Wir haben uns bei Le Bihan ja quasi auf, wenn Sie so wollen, auf Dschungelführungen spezialisiert, weil es diesen Anbieterdschungel gibt, gar keine Frage. Aber unsere Reise beginnt eben nicht mitten im Dschungel, sondern wenn Sie das erste Mal den Dschungel betreten, sind Sie im Idealfall perfekt auf diesen Moment vorbereitet. Anders ausgedrückt, eine Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt, nicht mit dem zweiten. Für unsere Websession heute bedeutet das, wir betrachten im Wesentlichen zwei Aspekte, nämlich erstens, was sind die Voraussetzungen, um die Suche nach einer Software überhaupt starten zu können? Und zweitens, wie finden Sie dann die passende Software, die auch eine realistische Chance hat, in Ihrem Unternehmen genutzt und gelebt zu werden? Und drittens werde ich noch auf ein paar aktuelle Trends im Projektmanagement eingehen, vor allen Dingen auf KI. Unsere erste Handlungsempfehlung wird Sie nicht überraschen. Beginnen Sie nicht mit der Anforderungsanalyse. Viele unserer Kunden wollen sofort über Software reden.
Die Hausaufgaben sind bereits gemacht, Sie haben eine Anforderungsliste. So fangen übrigens die meisten Evaluierungen an. Man stellt ein Team zusammen, erstellt eine Anforderungsliste, priorisiert die Anforderungen und das Ganze nennt man dann Requirements Engineering. Und dann sucht man sich so, sagen wir mal, 5 bis 10 Softwareprodukte, setzt Häkchen. Das kann die Software ganz nicht, das geht nur mit Anpassungen und so weiter. Und das Ergebnis ist dann halt oft genau diese Software, die man dann besitzt, aber nicht zwangsläufig auch benutzt. Es gibt Aufgaben, die sollten Sie zuvor mindestens mal angestoßen haben. Und die erste Aufgabe dreht sich um das Thema Akzeptanz einer neuen Software. Wenn Sie eine neue Software einführen und die liegt dann bei Ihnen auf den Servern und wird nicht genutzt, dann ist das die nervenschonende Variante von Nicht-Akzeptanz. Die andere Variante ist diese hier. Ihr Projekt wird torpediert. Und das ist meistens kein Kampf mit offenem Visier, sondern das findet sehr subtil und im Verborgenen statt. Das wäre ein Thema übrigens für eine eigene Websession. Wie behindert pathologische Politik unseren Projekterfolg und was kann man dagegen tun? Bei vielen gescheiterten Projekten wurde nie ein solides Stakeholder-Management betrieben. Doch, sagen jetzt viele Unternehmen, und dann ziehen sie eine Liste aus der Tasche, die Fortschrittlichen zeigen einen Excel-Sheet und da stehen alle Stakeholder, die wichtigsten Stakeholder stehen da drauf und wie sie zum Projekt stehen und da ist es alles abgehakt. Aber Stakeholder-Management ist was anderes. Das ist so eine Alibi-Liste. Aber Stakeholder-Management, also richtiges Stakeholder-Management, ist eine strategisch angelegte Aufgabe. Viele von uns beherrschen das, allerdings nur in der Freizeit, in der wir passable Bundesliga- oder sogar Nationaltrainer abgeben würden, wenn man uns halt fragen würde. Da wissen wir besser als Hansi Flick oder Julian Nagelsmann, wie man sich strategisch perfekt aufstellt, welche Taktik die beste ist. Punkt 8 Uhr morgens am Arbeitsplatz ist die Fähigkeit weg, wie von Geistern verschwunden und kehrt auch dann erst wieder zurück, wenn wir unser Feierabendbier in der Hand halten. Das soll bitte kein Plädoyer für Alkohol am Arbeitsplatz sein. Das wäre also das Fazit der ersten Handlungsempfehlung, weg von diesen Alibi-Stakeholder-Analysen, die man macht, weil man sie halt machen muss und dann liegen die irgendwo, hin zu einem strategisch ausgelegten Stakeholder-Management, das diesen Namen auch verdient. Ohne Akzeptanz der zukünftigen Nutzer können Sie die beste Software anschleppen und die wird trotzdem scheitern. Das haben wir mehrfach in der Praxis erlebt. Wir sind in Unternehmen gekommen, die hatten gerade eben eine neue Software eingeführt und die war sogar gut. Aber sie war verbrannt, bevor sie überhaupt bezahlt war, weil man wichtige Leute nicht eingebunden hatte, einige sogar komplett übersehen hat. Wenn mitten in der Einführung jemand zu Ihnen ins Büro stürmt und Sie in dem Moment denken, ach ja, die gibt es ja auch noch. Das ist ein sicheres Indiz dafür, dass Sie den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht haben. Die zweite Handlungsempfehlung lautet, beginnen Sie noch immer nicht mit der Anforderungsanalyse. In den Workshops, die wir so zur Anforderungsanalysen machen, wird ja gerne mal gestritten. Da benennt Herr Klöbner eine Anforderung und Herr Müller-Lüdenscheid wird das vehement bestreiten. Unsinnig, viel zu teuer, brauchen wir nicht. Und wenn Sie da mal hinter die Kulissen schauen wollen, um zu verstehen, was hat es mit dieser Anforderung überhaupt auf sich? Das heißt, wenn Sie mal die Frage stellen, ja, wie arbeiten Sie denn eigentlich? Wie sieht denn der Prozess dahinter aus? Dann bekommen Sie oftmals mehr Antworten, als Teilnehmer im Raum sind. In solchen Workshops offenbaren sich zwei Probleme. Erstens, niemand kann so wirklich sagen, wie die Prozesse tatsächlich aussehen. Es gibt möglicherweise sogar Prozessdiagramme, die haben aber eher Gemäldecharakter. Die sind alle schon was älter und werden meist auch nur dann aus der Schublade geholt, wenn ein Audit ansteht. Da steht übrigens auch in der Regel nicht drin, wie gearbeitet wird, sondern wie man gerne hätte, dass gearbeitet wird. Und das führt dann direkt zum zweiten Problem. Brauchen wir wirklich immer für alles einen Prozess? Oder besser gesagt, wo brauchen wir Prozesse und wo eher nicht? Wo behindern sie möglicherweise sogar? In der Organisationsberatung sprechen wir von dynamikrobusten Systemen. Das heißt, eine Organisation muss angemessen mit Dynamik umgehen können. Und das geht nicht, wenn tatsächlich alles in Prozesse gegossen wird. Ein Prozess ist dann sinnvoll, wenn es sich um wiederkehrende Arbeitsabläufe handelt. Das ist die blaue Welt, hier blau abgebildet, die Welt des Wissens. Hier gibt es Regeln, es gibt Prozesse, an die man sich halten muss. Es wird gesteuert, es wird getrackt und im Idealfall haben Sie auch eine Planung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Man kann nur eben nicht
alle Probleme mit Wissen lösen. Irgendwann kommt eine Aufgabe, da kann ich niemanden fragen, sag mal, wie geht das eigentlich? Da brauche ich eine Idee. Da muss ich etwas neu erfinden und nicht nur reproduzieren. Da muss ich aus dieser statischen blauen Welt rüber in die dynamische Welt. Das ist die rot abgebildete Welt. Die rote Welt ist die Welt der Idee. Hier geht es um Können. Führung findet nicht über Regeln statt, sondern eher über Prinzipien, über Werte, über Kultur. Viele Unternehmen sind jetzt entweder blau oder rot. Kreativagenturen neigen zu rot, Behörden eher zu blau. Es gibt hier aber kein richtig oder falsch. Organisationen sollen nicht blau oder rot sein, sondern blau und rot sein. Wer auf ein blaues Problem mit einer roten Lösung antwortet, bekommt Chaos. Und im umgekehrten Fall verhindern sie Kreativität und Innovation. Und diesen Brückenschlag zwischen diesen beiden Welten hinzubekommen, das ist eine Herausforderung. Rein wissensbasierte Unternehmen werden keine Antworten auf die Herausforderung von morgen haben, weil ihnen die Innovationskraft fehlt. Und wenn innovative Unternehmen, die also eher rot ausgerichtet sind, ihre Ideen nicht in gute Produkte und in smarte Prozesse umsetzen können, dann bringen sie ihre PS nicht auf die Straße. Also da fehlt der blaue Anteil. Es braucht beides, blau und rot, aber eben nicht als zwei getrennte Bereiche, sondern mit einer Brücke dazwischen. Fazit dieser zweiten Handlungsempfehlung, jetzt wieder bezogen auf das Thema PM-Software. Um Anforderungen miteinander in Einklang bringen zu können, muss man ihren Kontext verstehen. Was steckt dahinter? Wie arbeiten wir eigentlich? Beziehungsweise wie sollten wir am besten arbeiten? Und das ist tatsächlich eine völlig andere Frage als einfach nur, wie ist der Prozess dahinter? Jetzt kommt noch ein Punkt erschwerend dazu. In vielen Fällen, das kennen Sie, sind unterschiedliche Fachbereiche in Projekte involviert. Und die Frage, wie arbeiten wir eigentlich, wird in den Fachbereichen auch oft sehr unterschiedlich beantwortet. Da gibt es in der Praxis alle möglichen Spielarten, von Aufgaben, die redundant angegangen werden, bis hin zu Aufgaben, die überhaupt nicht angegangen werden, weil sich eine Seite auf die andere verlässt, die Kommunikation nicht klar ist, die Zuständigkeiten sind schon mal gar nicht klar. Und die Folge ist, an dieser Schnittstelle zwischen Projektorganisation und Linienorganisation knirscht es. Diese ersten beiden Handlungsempfehlungen sind jetzt nur ein kleiner Blickwinkel auf Themen, die für die Software keine Lösung ist, weil sie mit Software einfach nichts zu tun haben. Die fallen uns bei der, ich muss mal gerade das Telefon ausstellen, die fallen uns bei der Einführung von Software allerdings auf die Füße, weil sie allesamt ungelöst bleiben. Damit kommen wir zum zweiten großen Kapitel dieser Websession. Nachdem die Voraussetzungen geklärt sind, geht es nun um die Toolauswahl selbst. Und das führt direkt zur dritten Handlungsempfehlung. Das ist der Nachteil, wenn man an seinem eigenen Geburtstag eine Websession macht. Da klingelt das Telefon offensichtlich deutlich häufiger als normalerweise. Und zwar immer vor den gleichen Leuten. Meine Mutter ruft an. Und ich kann jetzt kaum sagen, Mutter, ich kann jetzt gerade nicht telefonieren. So, das führt uns direkt zur dritten Handlungsempfehlung dieser Websession. Konzept und Umsetzung frühzeitig synchronisieren. Das hier ist der Standard. So wird das meistens gemacht, wenn Software ausgesucht wird. Erst kommt die Konzeptphase. Wenn es also gut läuft in der Konzeptphase, dann wird dann über Strategie, über Projektorganisation, Prozesse, Methoden, Kommunikation, Verantwortung gesprochen und natürlich auch über Anforderungen. Und dann kommt der Punkt, wo häufig alles in Stein gemeißelt wird. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung angekommen, aber es wird noch sehr, sehr gerne und sehr oft in Stein gemeißelt. Und wenn dann alles fertig gemeißelt ist, das heißt, wenn alle Prozesse und Anforderungen definiert sind und, wichtig, verabschiedet sind, dann kommt der zweite Schritt, man sucht eine Software. Und man sagt sich, naja, es gibt ja eine Unmenge von Anbietern, Stichwort Dschungel. Da wird sich schon irgendeine Software finden lassen, die unsere Anforderungen alle umsetzen kann. Und jetzt kommt ein Phänomen, das beobachten wir immer wieder. Man findet auch tatsächlich eine Software, die das scheinbar alles umsetzen kann. Und das Phänomen ist, wir sprechen unser Urteil über eine Software oft viel zu früh. Ob eine Software für gut befunden wird, entscheidet sich beim Kunden oft
in der ersten halben Stunde bis Stunde der Präsentation, je nach Länge der Veranstaltung. Gehen wir mal von einer zweistündigen Präsentation aus. Macht die Software in der ersten halben Stunde einen schlechten Eindruck, hat der Anbieter es schwer, hier überhaupt wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, kann er mit irgendetwas so stark punkten, dass der potenzielle Kunde regelrecht angetan oder vielleicht sogar begeistert ist, dann herrscht auf einmal eine Milde am Set, das ist unvorstellbar. Ist relativ leicht erklärbar. Ich habe ja mal Küchenpsychologie auf Lehramt studiert. Wir lassen uns alle ungern in unserer Erwartungshaltung enttäuschen. Wenn jemand seine Präsentation versemmelt, erwarten wir nichts Gutes mehr von ihm. Begeistert er uns, möchten wir gerne, dass das Produkt auch die weiteren Anforderungen erfüllt. Wir wünschen uns geradezu, dass das Produkt uns auch weiterhin begeistert und sehen nicht so ganz genau hin. Das ist logischerweise küchenpsychologisch jetzt stark verkürzt und lässt sich auch nicht verallgemeinern, aber wir beobachten das sehr, sehr häufig, wenn unsere Kunden bei Anbieterpräsentationen, wenn wir die begleiten, und nicht selten haben wir tatsächlich den Fall, dass wir den Kunden quasi vor sich selbst schützen mussten. Gut, kleiner Exkurs. Zurück zu unserem Auswahlprozess. Jetzt hat man die Software also und die Implementierungsphase ist meist nicht mehr so schön wie die Vertriebsphase, denn jetzt wird alles schwierig. Ihre Anforderungen sind dem Hersteller zu schwer. Sie finden die Software auf einmal doch nicht mehr so toll, die üblichen Effekte. Zumindest lassen sich Ihre Anforderungen jetzt doch nicht mehr so leicht und easy in der Software umsetzen. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man stellt entweder fest, dass ein paar Konzeptideen vielleicht doch nicht so gut waren und dann ändert man die. In nicht wenigen Unternehmen bedeutet das aber, dass mindestens einer von Ihnen einen schlechten Tag beim Vorstand hat, weil der hatte ja schon alles genehmigt. Das will man nicht. Und dann wird die Software so lange verbogen, man nennt das Customizing, bis es irgendwann halbwegs passt. Und das mutet man dann den Benutzern zu und die führen daraufhin lieber ihre Schattenbuchhaltung weiter und man wundert sich, warum die Software nicht zum Fliegen kommt, warum sie nicht die Informationen liefert, für die man sie gekauft hat, warum sie zwar da ist, aber nicht angemessen benutzt wird. Unsere Empfehlung ist, führen Sie all diese Diskussionen um Prozesse, Methoden, Kommunikation und so weiter so früh wie möglich mit Bezug zum Tool. Was heißt das in der Praxis? Den traditionellen Weg haben wir ja besprochen. Erst das Konzept, dann die Toolauswahl, dann die Implementierung und danach dann oftmals die große Überraschung. Der Idealfall wäre, wenn man von Anfang an die Umsetzungsmöglichkeiten im Fokus haben könnte. Wir machen das tatsächlich genauso mit unseren Kunden. Das heißt, wir synchronisieren Konzepte und Umsetzung. Wenn wir mit unseren Kunden zum Beispiel über Prozesse reden, dann fällt schon mal der Satz, wenn wir diesen Prozess jetzt genauso weiterdenken, dann schränken wir die Anzahl der Tools, die das dann noch abbilden können, auf ein Minimum ein. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir die Tools alle kennen und das in die Konzeptphase einbringen können. Ich will Sie jetzt nicht davon abhalten, Ihr Projekt zusammen mit uns zu machen, aber ich möchte Ihnen auch noch einen Plan B vorstellen und das ist die dritte Alternative. Zuerst kommt auch hier wieder das Konzept, aber eben nicht das Komplette, sondern nur das, was man wirklich klären muss, bevor man zumindest halbwegs weiß, was für eine Art von Tool man benötigt. Dann sollte tatsächlich bereits das Tool mit ins Spiel kommen. Das heißt, man arbeitet sich durch eine Reihe von Tools, die potenziell in Frage kommen, am Anfang mit Hilfe von kurzen Webcasts und dann grenzt man immer weiter ein. Je weniger Tools übrig bleiben, desto länger und intensiver werden die Präsentationen. Und mit den verbleibenden 2 bis 3 Herstellern führt man Hands-on-Workshops durch, mit dem Finalisten schließlich ein Proof of Concept oder sogar einen Piloten. Das heißt, und das ist das Wichtige, das Konzept wird am Tool zur Reife gebracht, und zwar gemeinsam mit dem Hersteller. Hersteller früh einbinden. Das Risiko ist natürlich, dass man merkt, man hat den falschen Hersteller ausgewählt und man muss nochmal eine Schleife drehen. Aber selbst wenn man die Pferde nochmal wechseln müsste, das ist zum einen immer noch besser, als die Software im laufenden Betrieb wieder wegschmeißen zu müssen, denn damit verbrennen Sie unter Umständen nicht nur die Software, sondern das ganze Thema Projektmanagement haben wir auch schon erlebt. Da sind wir in ein Unternehmen gekommen, das gesamte Thema war verbrannt. Da hatten Sie schwer, überhaupt noch mit irgendeiner Lösung zum Thema Projektmanagement um die Ecke zu kommen. Und zum Zweiten, die Qualität eines Konzepts ist eine völlig andere, wenn man die Umsetzung direkt vor Augen hat, als wenn man sich alles am grünen Tisch
ausgedacht hätte. Kleines Beispiel dazu. Wenn man über Ressourcenmanagement diskutiert, macht es logischerweise einen großen Unterschied, ob man traditionell oder agil oder hybrid arbeitet. Unsere Erfahrung ist, hier klaffen die Vorstellungen der zukünftigen Anwender und die Wirklichkeit weit auseinander. Wenn Sie agile Werkzeuge in eine Organisation einführen, die jetzt nicht unbedingt aus jungen Softwareentwicklern besteht, können Sie davon ausgehen, dass die maximal oberflächlich bekannt sind. Und entweder bekommen Sie Ablehnung, weil ein Kanban-Board halt eben nicht so aussieht wie die gewohnten Checklisten, oder Sie bekommen eine Zustimmung, und die Krux ist, mit der Zustimmung können Sie nichts anfangen, können Sie fast nichts anfangen oder sehr wenig anfangen. Ich höre oft, ja, das klingt gut, das können wir uns vorstellen. Aber erst, wenn man richtig ins Detail geht, stellt sich heraus, ob die agilen Werkzeuge wirklich ausreichend sind. Beispiel: Das Tool, was sich ausgesucht hat, hat ein Kanban-Board. Das Projektteam könnte sich also prima selbst organisieren. Aber was ist, wenn Sie jetzt einen, sagen wir mal, projektübergreifenden Blick brauchen? Sie haben Ihren Kollegen Sigmund Prügelpeitsch, mit dem wollen Sie sich hinsetzen und mal über seine gesamte Planung schauen. Der ist in 4 Projekten drin. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit übellaunig, wenn Sie sich die Informationen aus 4 verschiedenen Projektboards mühsam raussuchen müssen. Dann brauchen Sie projektübergreifende Kanban-Boards. Projektübergreifende Kanban-Boards können aber wieder einige Hersteller nicht. Ergo, auf manche Idee kommen Sie eben erst, wenn Sie den ganzen Prozess einfach mal durchspielen, und zwar direkt am Tool. Nicht in der Theorie, sondern am Tool. Auf projektübergreifende Kanban-Boards kommen Sie nicht in der Theorie, da kommen Sie, wenn Sie das am Tool durchspielen. Und es gibt zig andere Beispiele. In anderen Bereichen unseres Lebens ist das übrigens selbstverständlich, dass man genau so arbeitet. Sie würden niemals ein Haus bauen lassen auf der Basis von Erzählungen Ihres Architekten. Vielleicht noch so ein paar grobe Skizzen dazu. Der heutige Standard ist mindestens ein 3D-Modell. Oftmals können Sie in einer Computersimulation das fertige Haus virtuell bereits betreten. Sie sind virtuell fast schon eingezogen, bevor der Bau überhaupt startet. Warum tun wir uns bei der Softwareauswahl so schwer mit so einem Vorgehen? Die nächste Handlungsempfehlung lautet, die Toolauswahl eingrenzen. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es Sinn macht, nach einer kurzen Konzeptphase bereits nach einem Tool Ausschau zu halten. Wie kann jetzt die Eingrenzung bei der Toolauswahl funktionieren? Das ist der anfangs schon gezeigte Einblick in den Tool-Dschungel. Man könnte die Zweige jetzt links und rechts noch ein bisschen weiter aufdrücken. Da würden noch mehr Tools erscheinen. Wie findet man in diesem Dschungel das passende Tool? Die erste Konzeptphase haben Sie ja bereits hinter sich. Sie können also eingrenzen, in welcher Tool-Dimension ungefähr bewegen Sie sich. Brauchen Sie eine kleine Lösung? Brauchen Sie eine große Konzernlösung? Wobei man sich nicht vertun darf, die Konzernlösungen von früher sind heute sehr viel smarter, sehr viel flexibler geworden, sodass der Begriff Konzernlösung in vielen Fällen nicht mehr wirklich angebracht ist, weil die Lösungen absolut mittelstandstauglich sind und übrigens auch erklärte Zielgruppe sind. Das heißt, viele große Lösungen haben sich geöffnet, sind smarter, sind wendiger geworden. Wir erleben das übrigens als einen generellen Trend. Viele vormals kleine Tools haben funktional richtig zugelegt und große Lösungen lassen sich flexibler auch in mittelgroßen Unternehmen und Umgebungen einsetzen. Man hat sich also aufeinander zubewegt. Es gibt teilweise Schnittmengen zwischen Softwareanbietern, die man früher nicht für möglich gehalten hätte. Es treffen sich mittlerweile Softwareanbieter in Pitches, die sind sie früher nie begegnet, wundern sich da selber drüber, haben sich aber mittlerweile daran gewöhnt. Nehmen wir trotzdem mal an, die ganz große Lösung und die ganz kleine Lösung sind bereits vom Tisch. Sie brauchen ein Tool, das sich irgendwo so im mittleren Bereich bewegt. Aber wenn Sie da auf den Markt schauen, dann finden sich nur unglaublich viele Tools, sondern die sind sich teilweise auch noch recht ähnlich. Wie kann man das jetzt weiter eingrenzen? Es gibt im PM-Markt nicht ganz so viele Portale und Möglichkeiten wie in anderen Bereichen, aber es gibt einige. Ein Problem für viele Toolsuchende, übrigens auch für viele Hersteller: Entweder wird auf möglichst viele Features abgezielt, das heißt, je mächtiger eine Software ist, desto besser wird sie geratet. Und bei vielen Evaluierungen ist dieser Aspekt überhaupt nicht hilfreich.
Es geht ja gar nicht darum, dass die Software immer mächtig sein muss, sie muss passgenau sein, sie muss halbwegs passen. Das zweite Problem, die Basis des Ratings sind meistens Kundenbewertungen, also nicht kuratiert. Um sich einen Überblick zu verschaffen, ist das auch völlig in Ordnung. Dafür sind diese Portale gedacht. Die eigentliche Tool-Evaluierung auf dieser Basis durchzuführen, hielte ich allerdings für problematisch. Das wäre ungefähr so, als würden Sie Nachrichten ausschließlich aus nicht kuratierten Social-Media-Kanälen beziehen. Das Ergebnis solcher Informationsbeschaffung kennen Sie. Wir haben zusammen mit dem Projektmagazin eine Alternative entwickelt. Und bei dieser Alternative bewerten wir zum einen die Software professionell. Wir sind also, wenn Sie so wollen, so eine Art Stiftung Warentest oder eine Art Ratingagentur für PM-Software, für Projektmanagement-Softwarehersteller. Die Softwarehersteller durchlaufen dabei ein Assessment, bei dem wir ihr Produkt auf Herz und Nieren prüfen. Die Ergebnisse werden dann im Projektmagazin veröffentlicht, genauer gesagt im Software-Marktplatz des Projektmagazins. Eine solche kuratierte Rating-Plattform wie den Software-Marktplatz gibt es übrigens in diesem Umfang im deutschsprachigen Raum nicht noch einmal. Das Beispiel hier oben ist übrigens ein echtes Beispiel, nur den Namen haben wir ausgegraut und der Name auf dem Prüfsiegel unten rechts, der ist auch fiktiv. Aber das Beispiel selber ist echt. Sie sehen vielleicht auch, dass wir zwischen Rating und Umfang unterscheiden. Und das ist der Besonderheit an diesem Prüfsiegel. Es kommt halt eben nicht nur auf die Anzahl von Features an. Dieser Hersteller hier, wie gesagt, das ist ein echter Fall, hat eine relativ kleine Lösung. Das spiegelt sich in den 35% für den Umfang wider. Aber in seiner Nische macht er einen anständigen Job, deshalb ein Rating von 71. Und diese beiden Kriterien, also Rating und Umfang, ziehen sich durch alle Detailbereiche. Damit hat man das passende Tool jetzt noch nicht gefunden, aber man ist ihm schon deutlich näher gekommen. Der Marktplatz ist also bestens geeignet, um sich einen qualifizierten Überblick zu verschaffen. Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen wollen, bieten wir als Libian den Toolfinder an. Hier stellen wir die konkreten Anforderungen unserer Kunden den Merkmalen verschiedener Softwarelösungen gegenüber. Hier geht es also um die konkrete Evaluierung, nicht einen Überblick, sondern die konkrete Evaluierung mithilfe eines Lastenhefts. Das Lastenheft ist, wenn Sie so wollen, so das Herzstück unseres Toolfinders und das ist, sagen wir mal, nicht unbedingt an einem verlängerten Wochenende entstanden. Da steckt unser ganzes Know-how aus richtig vielen Software-Evaluierungen drin. Wichtig sind übrigens nicht nur die Fragen, die in so einem Lastenheft stehen, sondern interessanterweise vor allen Dingen die Antworten. Wir haben Fälle gehabt, da haben uns Unternehmen mitten im laufenden Verfahren dazugeholt und die haben ein Lastenheft an die Hersteller geschickt, haben drüber geguckt und festgestellt, das war gar nicht schlecht. Aber nachdem die Antworten der Hersteller kamen, war der Kunde ungefähr genauso schlau wie vorher. Können wir. Die Hersteller interpretieren die Fragen eines Lastenhefts natürlich am liebsten so, wie sie dem Standard ihrer eigenen Software entsprechen. Kann man ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Was wir in unserem Lastenheft anders machen, wir grenzen die Antwortmöglichkeiten ein. Der Hersteller gibt also nicht nur an, ob er etwas kann, sondern wie er das macht. Die Eingrenzung können Sie natürlich nur machen, wenn Sie die unterschiedlichen Softwarelösungen gut kennen. Plus, Sie müssen die Anforderungen Ihrer Kunden gut kennen. Und dann können wir tatsächlich ein recht genaues Matching zwischen Kunde und Kundenanforderung und Softwareanbieter herstellen. Aber egal, wie Sie in Ihrem Fall jetzt konkret vorgehen, die Idee hinter allem ist, wenn wir über Prozesse und Methoden diskutieren, wenn wir über Konzepte diskutieren, sollten wir immer die konkrete Umsetzung in Software im Auge behalten. Und manchmal können Sie in dieser Phase einfach sagen, okay, wenn wir den Prozess jetzt um, sagen wir mal, 13 Grad noch drehen, dann können wir den entlang von typischen Softwarestandards gestalten. Das hat Auswirkungen auf die Software-Evaluierung, das hat Auswirkungen auf die spätere Wartung, das hat Auswirkungen auf mögliche Software-Migrationen, die manchmal unglaublich aufwendig sind. Je mehr Sie customizen müssen, desto aufwendiger ist der ganze Betrieb von so einer Software. Gut, das waren jetzt ein paar Impulse zu den eingangs angesprochenen Aspekten, nämlich erstens, was sind die Voraussetzungen, um die Suche nach einer Software überhaupt starten zu können? Und zweitens, wie finden Sie dann die passende Software?
Abschließend möchte ich noch, wie angekündigt, auf ein paar aktuelle Trends im Projektmanagement eingehen. Es ist ein umfassendes Thema. Ich will mich auf zwei Trends beschränken. Zum einen, die Digitalisierung wirkt sich natürlich auch auf das Projektmanagement aus. Konkret bedeutet das, die Grenzen zwischen Projektmanagement und anderen Disziplinen werden immer durchlässiger. Projektmanagement ist von vielen Akteuren sehr lange als so eine Art Insel gesehen worden, egal ob berechtigt oder nicht. Es hat tektonische Verschiebungen gegeben. Mittlerweile ist Projektmanagement ans Festland angedockt. Einem User ist es nämlich völlig egal, ob er gerade Projektmanagement betreibt oder BI oder sonst irgendetwas. Das bedeutet, dass die Tools morgen untereinander viel stärker verzahnt sein werden als heute. Wir haben jetzt schon einen Trend weg von reinen Projektmanagement-Lösungen hin zu Plattformlösungen. Und dieser Trend wird sich verstärken. Das bedeutet vor allen Dingen auch, dass sich das Zusammenwirken von Tools verändern wird. Natürlich sind auch heute die Tools miteinander verzahnt, aber primär auf Datenebene, also unten im Bauch. Morgen werden sie auch oben an der Oberfläche miteinander verzahnt sein, das heißt auf der Workflow-Ebene. Die Workflows werden sich quasi die Klinke in die Hand geben. Und der zweite Trend: Wir erleben gerade einen neuen und vor allen Dingen anhaltenden KI-Sommer. Ich spare mir aus Zeitgründen lange über die Historie von künstlicher Intelligenz zu referieren, nur so viel. Es hat ja schon mehrere Versuche gegeben, aber nach jedem Hype, nach jedem KI-Sommer kam immer ein sogenannter KI-Winter. Ich glaube, für den letzten Absturz war dieser Kollege hier verantwortlich, Karl Klammer von Microsoft, der seine KI-Versprechen nicht eingelöst hat und den immer nur entnervt weggeklickt hat. Warum erwarten wir jetzt keinen Winter? Wir haben völlig andere Voraussetzungen für KI als bei den früheren Hypes. Wir haben eine Rechenpower wie nie zuvor und die wird sich noch steigern. Und wir haben eine Datenbasis wie nie zuvor. Was wir, glaube ich, immer noch unterschätzen, ist die disruptive Kraft exponentieller Entwicklungen. Das bedeutet konkret, wir alle haben mitbekommen, dass zum Beispiel sogenannte LLMs, also Large Language Models. Das bekannteste ist sicherlich ChatGPT. Dass wir mit solchen LLMs eine neue Qualität der KI erreicht haben. Aber viele von uns interpretieren das linear statt exponentiell. Natürlich wissen wir seit Corona alle, was eine Exponentialkurve ist, aber zwischen ich weiß, was eine Exponentialkurve ist und ich erkenne sie, wenn sie vorbeikommt, scheint es einen nicht ganz unbedeutenden Unterschied zu geben. Bezogen auf die Weiterentwicklung von KI bedeutet das, natürlich glaubt man jetzt an eine Weiterentwicklung von KI, vielleicht auch in etwas schnellerem Tempo als bislang. Aber exponentielle Entwicklung heißt nicht ein wenig schneller, sondern, wie Olaf Scholz es formulieren würde, Wumms. Und wenn Sie jetzt die Assoziation Doppelwumms im Hinterkopf haben, denken Sie immer schon wieder linear. So sind wir Menschen halt. Wir wissen um die Bedeutung von Exponentialkurven, denken tun wir aber trotzdem weiter linear. Lassen Sie uns vielleicht ein kleines Experiment machen. Möglicherweise kennen Sie das schon. Stellen Sie sich vor, Sie machen von dem Platz, an dem Sie gerade sind, exakt 30 Schritte. 30, nicht mehr und nicht weniger. Sie haben jetzt wahrscheinlich eine Ahnung, wo Sie ungefähr stehen, höchstwahrscheinlich in Sichtweite zu Ihrem jetzigen Standort. So, jetzt machen Sie das Gleiche nochmal. Aber mit jedem Schritt verdoppeln Sie die Schrittlänge. Das heißt, der erste Schritt doppelt so lang, die nächsten viermal so lang und so weiter. Auch wieder 30 Mal, nicht mehr, nicht weniger. Bis wohin kommen Sie? Wo sind Sie jetzt nach diesen 30 Schritten? Die meisten Antworten, die ich in Vorträgen auf diese Frage bekomme, benennen Städte. Teilweise in Deutschland, teilweise in Europa. Manch einer wähnte sich in Sibirien, wollte da wieder sofort weg oder in Neuseeland. Aber halt eben schon sehr weit weg. Die Wahrheit, je nach Schrittlänge wären Sie zwischen 16 und 19 Mal um die Erde gelaufen oder einmal zum Mond und zurück. Wir bringen unser Gehirn in aller Regel nur durch Mathematik zu dem Ergebnis, nicht durch Intuition. Intuitiv würden wir was anderes sagen. Unsere Intuition ist meist linear ausgerichtet. Und genauso unterschätzen viele gerade die KI ihre
exponentielle Wucht und die disruptiven Effekte, die uns in den nächsten Jahren erwarten. Momentan befinden wir uns in so einer Art Zwischenphase in der KI. Über die Jahre hinweg haben Forscher viel Zeit investiert und ihr menschliches Wissen eingebracht, um KI besser zu machen. Die Forschung zu KI zeigt aber, das Einbringen des menschlichen Wissens ist langfristig tatsächlich hinfällig, weil die KI sich vor allem durch eigenständiges Lernen selbst weiterentwickelt. Vielleicht ist Ihnen der Begriff AGI schon mal untergekommen. Der steht für Artificial General Intelligence, also auf Deutsch künstliche allgemeine Intelligenz. Manchmal wird das auch Strong AI oder starke KI genannt. In der Grafik habe ich das mal mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet. Das ist aktuell eines der Hauptziele in der KI-Forschung. Es geht darum, dass Maschinen die Fähigkeit besitzen sollen, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen oder zu lernen, die ein Mensch ausführen kann. Wenn man sich den aktuellen Gartner-Hype-Cycle anschaut, sieht man, dass das noch ein wenig dauern wird. Gartner spricht von einem Plateau der Produktivität, also der Phase, wenn die Technologie eine breite Marktanerkennung und eine stabile Anwendung erreicht. Das ist das Plateau. Gartner sieht diese Phase, also das Plateau, in 10 Jahren. Das bedeutet dieses orangene Dreieck. Das Plateau wird sogar in mehr als 10 Jahren erst erreicht werden. Was passiert aber in der Zwischenzeit? Man kann das gut an aktuellen semantischen Technologien wie dem Knowledge Graph erkennen. Das ist der gelbe Pfeil. Das ist eine Technologie, die ist aktuell in vielen Unternehmen bereits erfolgreich im Einsatz und sie ist auf Basis menschlichen Wissens aufgebaut, also quasi von Menschen modelliert. Gartner erwartet das Plateau, also die Phase stabiler Anwendung und Marktanerkennung hier in 2 bis 5 Jahren. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, derzeit sind wir in einem Zwischenstadium, in dem KI auf Basis menschlichen Wissens und menschlicher Aktionen arbeitet. Wie gesagt, Knowledge Graph wird das Plateau in ungefähr 2 bis 5 Jahren erreichen. Ein Plateau heißt aber, da geht es von der Entwicklung her nicht weiter. Wird irgendwann dann wahrscheinlich verdrängt durch Technologien, die durch das getriggert sind, was wir heute ganz allgemein AGI nennen. In gut 10 Jahren wird die KI also deutlich weiter sein und wird sich selbst weiterentwickeln und optimieren. Anders ausgedrückt könnte man sagen, wir haben jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Was bedeutet das für das Projektmanagement? Wie wird KI sich dort entwickeln und vor allen Dingen in welchem Tempo? Die Antwort ist relativ einfach. Das ist das Tempo und auch diese Annahme wird übrigens durch Gartner gestützt. Aber was bedeutet das in der Praxis? Was bedeutet das für uns jetzt? Einfach abwarten oder wie sollte man mit diesem Thema umgehen? 2 Aspekte dazu. Erstens, Projektmanagement ist deutlich mehr als Gantt- und Ressourcenplanung und sie wird, siehe erster Trend, immer interdisziplinärer. Die Nutzung von LLMs wie ChatGPT ist schon heute aus dem Arbeitsalltag in vielen Unternehmen und auch aus dem Projektmanagement dort nicht mehr wegzudenken. ChatGPT ist wie ein neuer Kollege, allerdings braucht auch dieser neue Kollege Führung. Wie geht man mit einem LLM sinnvoll um? Um brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Stichwort, wie lerne ich Prompten? ChatGPT ist nicht Google und ein Prompt braucht auch keinen Spannungsbogen. Wie gehe ich mit dem Thema Datenschutz um? Insbesondere, wenn ich nicht die Namen meiner Kunden und Geschäftspartner zukünftig in allgemein zugänglichen Datenräumen wiederfinden möchte. Sprengt hier den Rahmen, ist aber realisierbar. Das heißt, diese Zeit, also bereiten wir uns auf die KI vor. Ist das Fazit? Arbeiten wir schon damit? Führen wir Kolleginnen und Kollegen an die KI heran? Zweitens, wie bereiten wir unser Unternehmen auf weitere Entwicklungsstufen in der KI vor? Auch 10 Jahre können übrigens sehr schnell vergehen und wenn man sich das Veränderungstempo in manchen Organisationen anschaut, dann können 10 Jahre sehr, sehr kurz sein. Das Stichwort hier ist Data-Driven Organization. Wir betrachten oftmals einseitig die Organisation und die Prozesse, ohne die Datenströme dahinter zu analysieren und zu optimieren bzw. zu harmonisieren. Das Resultat sind Daten, auf die man sich nur bedingt verlassen kann. In manchen Unternehmen steckt die Wahrheit nicht in irgendwelchen offiziellen Tools, sondern in der Excel-basierten Schattenbuchhaltung einzelner Fachbereiche. Die Unternehmensleitung kennt nur einen Teil davon. Der benachbarte Fachbereich auch, der hat eine ganz andere Wahrheit, also der hat seine eigene Wahrheit,
die wiederum eine andere ist. Das Ganze ist keine, also wie mache ich mein Unternehmen zu einer Data-Driven Organization, ist keine Aufgabe für die nächsten 2 bis 3 Monate, sieht eher nach einer Herkulesaufgabe aus, die man auch in der Regel nicht in einem einzigen großen Schritt angehen kann. Aber fest steht auch, an dieser Baustelle wird entschieden, wer morgen wettbewerbsfähig sein wird und wer nicht. Wer Projektmanagement immer noch als Insel denkt und dementsprechend eine Projektdatenwelt aufbaut, eine Projektdatenwelt, die mit der übrigen Organisation nicht harmonisiert ist, wird Schwierigkeiten haben. Übrigens genauso. Eine Organisationsdatenwelt, die mit der Projektdatenwelt nicht harmonisiert ist. Fazit. Ob die Software, die Sie heute vielleicht für Ihr Projektmanagement aussuchen, ob die KI-fähig ist oder nicht, ist überhaupt nicht so wichtig. Die meisten Hersteller müssen wir sowieso aus dem Rennen nehmen, zumindest heute, weil das, also zumindest wenn das jetzt ein K.O.-Kriterium wäre. Ob Ihre Organisation KI-fähig ist, das ist die viel wichtigere Frage. Was nutzt Ihnen im Datenchaos eine KI-fähige PM-Software? Möglicherweise wird AGI mit Datenchaos irgendwann mal gut umgehen können. Das ist aber ein Wechsel auf die Zukunft. Die derzeitige KI kann das übrigens nur bedingt. Also fängt die Reise auch hier nicht bei einer Softwareauswahl an, sondern bei den eigenen Datenströmen. Und wie immer bleibt die Frage, gestalten wir KI oder gestaltet KI uns? Sind wir Zuschauer oder Akteur? Es bleibt also spannend und vor allem, es bleibt alles anders. Viel Erfolg bei der Vorbereitung Ihrer Zukunft, bei Ihren Projekten, bei Ihrer Toolauswahl und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Thomas, für deinen sehr interessanten Vortrag. Und gerade der Ausblick auf die KI hat dieses Thema wunderbar abgerundet.